digitiert zu Minomon. Minomon digitiert zu Pomon. Hallo Leute, Mega 88.1000 hier und jetzt gibt's noch die finale Review über diese Stingmon Model Kit Figur. Ich habe ja viele Making-of-Videos dazu gemacht. Falls ihr die verpasst habt, ich habe die alle nochmal in der Videobeschreibung unten verlinkt. Also findet ihr die da ganz leicht. Und ja, beginnen wir mal mit der Review zu dieser Stingmon Model Kit Figur. Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass ich die, ich habe es zwar schon mal gesagt im Vorschauvideo, aber ich habe die Figur ohne jegliche Box bekommen. Selbst die Tüte, wo die Teile drin waren, war nicht mehr original. Und ich habe jetzt den einzigen Weg, den ich jetzt finden konnte, hier die Box mit hinzustellen, obwohl ich sie nicht habe, ist dieser Weg. Und ich denke, ist ein ganz guter, dass ihr wenigstens einen Eindruck habt, wie das Original aussehen würde. Ich hoffe, man erkennt es auch ein bisschen. Ja, und die Box sagt diesmal Digimon Adventure 02 Injection Kit, ist diesmal hier oben geschrieben. Das Designer-Box ist etwas anders als die von Lightramon und Flamedramon, also das ist eine andere Serie von Figuren. Im Prinzip ist es schon ähnlich, aber es ist schon ein bisschen anders, auch farblich ist es anders gestaltet. Ich weiß jetzt nicht, weil ich es nicht erkennen kann, wann die rausgekommen ist, aber ich vermute mal 2000, weil diese anderen Model Kits von Lightramon und Flamedramon waren ja auch 2000, Bandai Japan 2000 hergestellt und Stingmon kam ja später in der Serie vor, also muss er ja auch im Jahr 2000 mit rausgekommen sein. Ja, gut, hätten wir das zur Box. Ich kann euch auch noch ein paar mehr Bilder zeigen. So würde die Hinterseite aussehen. Exvemon, Magnamon und Metallgreymon gab es noch. Metallgreymon Blue. Ja, und hier haben wir noch ein Bild von der Box von der Seite. Also wie gesagt, die Aufmachung ist schon ähnlich wie auch Flatramons oder Lightramons Box oder auch Adler Kabuterimons Box, aber ein bisschen anders gestaltet, wo was steht zum Beispiel, so meine ich das, ja. Gehen wir mal wieder zurück und wie ihr in den Making-of-Videos gesehen habt, habe ich diese Figur ja auch angemalt und verschönert, so wäre der reale Look, da man das jetzt nicht so richtig sieht, werde ich es noch mal kurz erwähnen. Also das alles, was grün ist, das habe ich komplett mit einer anderen Farbe lackiert, als das Original war. Ist dadurch etwas dunkler, aber es geht gerade noch, finde ich. Und all das, was silbern ist, habe ich halt mit diesen Silbermetallic-Farbe angemalt. Und natürlich das Haar mit mattrot. Und die Flügel mit weiß. Einmal auf der Innenseite, damit ich dieses insektenartige
Design etwas beibehalten kann, weil die waren ja eigentlich durchsichtig, aus durchsichtigem Plastik, aus farblosem durchsichtigem Plastik. Ihr erinnert sich euch sicherlich daran. Ja, und dann habe ich noch das, die kleineren Bestandteile hier vom unteren Anzug, sage ich mal, mit mattschwarz gemalt. Das Einzige, was original belassen ist, ist tatsächlich dieses Anthrazit schwarz-grau. Das ist das Original-Plastik. Das habe ich so gelassen, weil ich keine bessere Farbe dafür gefunden habe. Und diese Farbe ist eigentlich auch dem Original entsprechend sehr perfekt. So, ja, habe ihnen halt diese Paint-Apps gegeben, diese Farbapplikationen gegeben und jetzt sieht er sehr gut aus. Was ich auch noch dazu sagen muss zum Zusammenbauvideo, ihr könnt euch erinnern, ich hatte ein bisschen Probleme mit den Stickern und wusste auch nicht, ob ich den richtigen Sticker für die richtige Seite bei den Augen genommen hatte und ich habe es verkehrt gemacht. War natürlich klar, ne? habe ich die Sticker, wie gesagt, Probleme gehabt, aber mittlerweile habe ich es getauscht. Also jetzt, mittlerweile, wie ihr es jetzt seht, ich habe sie getauscht, die Augen wieder, die Sticker für die Augen. Und ja, jetzt ist es eben, wie es sein sollte. Ich habe auch außerdem schon wieder was verändert. Und das ist nämlich, dass ich diese Fühler, die Fühlerenden hier noch rot angemalt habe, damit das mit oben mit dem Sticker übereinstimmt, zu ungefähr. Wollte ich gerne noch, hat er noch diese Farbapplikation bekommen. Ja, der Grund, warum ich den überhaupt komplett angemalt habe mit dem Grün, war, weil die Teile ja schon so ein paar Kratzer hatten und ich hoffte, das mit dieser Farbschicht überdecken zu können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Figur hier von Stingmon ist knapp über 11 cm groß. Und ja, damit auch wieder etwas größer als diese Action-Feature-Figur, die ich nicht besitze. Aber ich werde hier mal noch ein paar andere Vergleiche dann vollziehen. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen auf die Figur mehr ein. Ich zeige euch mal die jetzt etwas genauer, damit ihr hier den vollen Eindruck bekommt. Ist wieder eine sehr schön detaillierte Figur für die Verhältnisse damals, für die Zeit, wo sie rauskam und für das, was sie war. Denn ich schätze mal, ich weiß es nicht, weil man kann es ja auf den Bildern nicht sehen, aber ich schätze mal, dass dieses Stingmon Model Kit auch so um die 300 Yen gekostet hätte und das unter 3 Euro wieder wäre, denn es hat wieder diesen einfacheren Style, dieser einfacheren Model Kits, also denke ich, da hat bestimmt auch 300 Yen auf dieser Box drauf gestanden, als dieser vorgeschlagene Verkaufspreis. Ja, und dafür ist sie trotzdem wieder sehr gut detailliert, finde ich. Der Original-Look wäre natürlich weniger schön, weil da viele Farbapplikationen fehlen und mein Grün ist jetzt auch ein glänzendes Grün. Das Original sah ein bisschen matter aus. Ja, für die Figur, was sie damals sein sollte und dass sie für Kinder war, ist es auch wieder eine schöne detaillierte, mittelgroße Figur, sage ich mal. Wie gesagt, die Action-Feature-Figuren waren kleiner. Auch hier wieder. So, werde ich mal noch was zum Gelenkaufbau, Gelenkaufbau in Anführungsstrichen sagen. Er kann natürlich die Arme komplett drehen, weil die wieder an so einen Kugelstift befestigt sind für die Verbindung. Könnte den hier komplett drehen, mache ich jetzt aber nicht, weil dann wieder die Schulter Panzerung bestimmt abfällt. Die sind sehr locker.
dann kann man die hier auch wieder an den Ellbogen, an diesen Kugelstift etwas drehen. Ja, ihr seht selber jetzt, den Kugelstift hat gleich den Arm verloren. Aber ihr könnt euch vorstellen, es ist ein bisschen schwer. Es macht auch keinen Sinn. Denn beugen kann er die Arme dadurch nicht wirklich gut. Nur ein bisschen. Ja. Man kann mehr erreichen, wenn ich es jetzt wollte, aber ich will es nicht, weil ich will das Video nicht unnütz in die Länge ziehen, dass er jetzt 50 Mal den Arm verliert. Aber ihr wisst, ihr könnt euch vorstellen, dass er die Hand drehen kann an dieser Kugel und auch etwas beugen, aber halt nur nach innen, nicht nach oben. Müsste man jetzt rumdrehen und dann nach oben, dann hat er quasi so eine Pose hier, ne? Arm vorm Gesicht, sag ich mal, ähnlich. Aber ich bezweifle, dass es auch so weit hochkommt. Ja, und der Flügel, Entschuldigung, der Kopf, der sitzt natürlich auch auf so einem angegossenen Kugelstift. Dadurch kann er den drehen. Aber wird durch diese Halsrüstung hier eingeengt. Er kann tatsächlich nur den Kopf drehen. Ganz leicht senken und heben, aber wirklich nur ganz leicht. Also, wenn man es unbedingt will. Ja, ist ein bisschen eingeengt, die Bewegungsfreiheit des Kopfes. Er kann ihn zumindest drehen, das habt ihr jetzt gesehen. Nach links und rechts, das ist möglich. Und ja. Und dann kann er natürlich noch die Flügel etwas hochstellen. Sind eigentlich mit am beweglichsten. So, dass ein bisschen Flugposen hier möglich sind. So weit nach unten, so weit nach oben. Ja, das kann er noch. Und das war's tatsächlich. Keine Gelenke in den Beinen. Gut, die Füße könnte man noch drehen, um eine bessere, eine breitbeinigere Pose zu haben. Aber das sieht eigentlich nicht gut aus, finde ich. Sollte schon ein bisschen im Rahmen sein, seiner natürlichen Haltung eher angepasst, sage ich mal. Ja, nichts, keine Beingelenke. Das ist dadurch, wie das Ganze hier konzipiert ist, weil das zusammenhängend konzipiert ist, dieser ganze Körper. Keine, absolut keine Gelenke in den Beinen, weder an den Oberschenkeln noch in den Knien, noch sonst irgendwo drehbar, beugbar, nein. Das macht diese Figur für einen Zweibeiner eigentlich sehr unbeweglich. Und im Gegensatz zu Adler Kabuterimon Kid, dagegen ist das richtig beweglich. Weil der sehr viele Punkte von Beweglichkeit aufweist, habe ich ja vorgeführt in dem seinen Video. Habt ihr gleich mal einen Vergleich. Stingmon ist natürlich etwas hochgewachsener. Aber eben, wie gesagt, er ist ein bisschen über 11 cm und der ist knapp 11 cm. Also bis zum höchsten Punkt gemessen, ja. Bis Mega Kabuterimons Horn und bis die Kurve von den Fühlern bei Stingmon wirkt jetzt größer. Vielleicht habe ich auch falsch gemessen. Sei's drum. Kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Ja, aber ihr bekommt die Idee, wie groß der ungefähr ist. Ja, ein Special Feature ist, wenn man diese Exvemon-Figur hat, das ist auch ein einfaches Model-Kit, das ist nicht der bessere, das ist aus dieser Serie, den habe ich nicht zum zeigen, ich habe den etwas besseren. Das ist der einfache. Aus diesen Teilen plus ein paar Zusatzteile, habe ich auch schon in dem Vorschauvideo gesagt, kann man hier draus auch irgendwie einen Peltramon kombinieren aus Exvemon und Stingmons Teilen. Keine Ahnung wie. Sieht auch hier auf dem Bild etwas merkwürdig aus, aber war vielleicht für die Kinder damals, für die Figur hauptsächlich gemacht worden ist.
eigentlich nur ein nettes kleines Feature. Ja. So, ich denke, bringen wir mal zum Vergleich hier ein paar noch mit rein. Und da hätten wir nicht Action Feature Stingmon. Den habe ich nicht. Das ist eine Fälschung. Und die sind größer. Habe ich schon mal bei Kabuterimon euch irgendwann mal erklärt. Ja, den habe ich auch ein bisschen verschönert. War mal von eBay. Keine Ahnung, wo die ursprünglich herstammen. Ist ungefähr die Spritzgussform von der richtigen originalen Action-Feature-Figur, aber größer. Größer gemacht. Upscaled. Upscaled. Knock-off-Figure. Ist das eine Fälschung? Ja. Tatsächlich wäre die Originalfigur etwas gedrungener als das Model Kit. Also blenden wir das mal aus. Aber ich habe hier mal noch andere Action-Feature-Figuren zum Vergleich. Hier haben wir Magnamon. Und noch besser passend Wurmmon. Den tun wir mal wieder weg. Weil der sowieso nicht richtig den Original-Größenvergleich dient. Ja. Also etwas gedrungener wäre dieser Original-Action-Feature-Stingmon und das Model-Kit wäre größer. Wirkt natürlich hier nicht so, weil die ziemlich gleich groß sind, weil, wie gesagt, ist eine größer gemachte Fälschung. Aber nur mal, dass ihr das hier seht. So. Bringe ich auch noch den japanischen, beziehungsweise ist meine Asia-Version. Denn die verwandelbare japanische Version ist aber die Asia-Version, Bandai Asia-Version, das geht hier gar nicht aufs Bild drauf, so groß ist der, verwandelbare Figur, die man mit einer separaten Exwemon-Figur kombinieren kann. Und das war ja auch der Assistent, der immer diesen Beutel stemmen musste hier in den Making-of-Videos. Ihr erinnert euch sicherlich daran. Das war er und den habe ich ja diese Flügel selbst gemacht. Ja, die er auch gerne immer verloren hat. Wird auch hier früher oder später passieren, wenn es mal wieder knallt hier hinten in der Ecke, dann ist es der Flügel. Ja. Nur mal so als Vergleich, wie das so zusammen aussieht. Und der bessere Vergleich ist wahrscheinlich wieder die etwas anderen, einfacheren Model Kits, die ich euch auch schon einzeln vorgestellt habe, weil die entsprechen halt diesen eher einfacheren Style dieser Model-Kit-Serie. Ja. Auch nochmal Adler Kabuterimon hier mit reinbringen. Das sieht sehr klein gegen Stingmon aus, aber ist eben durch den anderen Körperbau. Ja. Hätten wir das auch fast geschafft. Ich zeige ihn euch jetzt noch mal etwas im Close-up hier. Wie gesagt, der Originalzustand würde bei weitem nicht so gut aussehen wie im Gegensatz mit meiner Custom-Bemalung hier. So, ja, habt ihr es gehört, jetzt hat er den Flügel wieder verloren, mein ehemaliger Assistent. Ja, und ich denke,
wären wir auch wieder durch mit diesem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Das war jetzt die Review von Digimon Adventure 02 Injection Kit Stingmon oder Model Kit Stingmon. Möchte mich jetzt auch wieder verabschieden. Dann macht's mal schön gut und bis zum nächsten Video. Euer Mega 88 1000. So I'll be nervous, but I'll stay.